Pauline Schäfer hat ihre Chance auf das Erreichen des Schwebebalken-Finales bei den Kunstturn-Europameisterschaften in Stettin gewahrt. Nach 2 von 4 Qualifikationsdurchgängen nimmt die Chemnitzerin im Zwischenklassement Rang 2 ein. Teamkollegin Lea Grieser hingegen, die in der Netto Arena einen kompletten Mehrkampf absolvierte, steht vor dem vorzeitigen Aus. Gleich zweimal musste die Karlsruherin den Schwebebalken vorzeitig verlassen, auch am Stufenbarren kam die Medizinstudentin unfreiwillig zu Fall. Mit einem vorläufigen 17. Platz sind die Chancen auf das Finale im Vierkampf nahezu auf den Nullpunkt gesunken. Für Schäfer ist der Auftritt bei den europäischen Titelkämpfen in Polen die Rückkehr auf die internationale Turnbühne nach einer mehrmonatigen Pause. Punkt. Verletzungsbedingt hatte die 22-Jährige im vergangenen Jahr ihren WM-Titel nicht verteidigen können.